Hallo zusammen, hier ist wieder Oceala und heute bin ich wieder für euch in Battle for Asteroid unterwegs und zwar wollte ich euch heute so eine kleine neue Videoserie von mir präsentieren. Die soll nämlich heißen Waste of Money World of Warcraft Edition und wie der Name schon sagt werde ich da ein bisschen Geld versenken bzw. auch WoW-Gold und da geht es um bestimmte Collectible Items, die ich für meine Sammlung gerne hätte und mir die so nach und nach besorgen möchte. Und ja, da dachte ich, ich mache eine kleine Videoserie draus und die soll am besten monatlich kommen. Heißt, jeden Monat will ich mir ein, zwei Sachen anschaffen und die euch quasi hier zeigen, so ein bisschen ähm, auch mitberichten, wie, wo man sie gekriegt hat, wie teuer sie waren und solche Geschichten. Beziehungsweise, dass es auch so ein bisschen eine Geschichte dass ich an ja, meinem Cola-Konsum ein bisschen runterschraubt, denn ich habe mir überlegt, ich habe ja jetzt seit einer Weile, äh, ja, meinen Cola-Konsum ein bisschen reduziert beziehungsweise teilweise komplett aufgehört und das Geld, was ich da spare, möchte ich da unter anderem investieren, noch ein bisschen was, was ich über YouTube verdiene und dann natürlich, wenn jemand äh, Lust hat, mir was zu naten, dann kommt das immer auch mit äh, in den Pool rein und davon möchte ich mir dann immer dementsprechend was kaufen und das euch dann auch ein bisschen zeigen. Was ich mir jetzt schon angeschafft habe, will ich euch in dem ersten Video jetzt hier mal präsentieren. Und zwar ähm, habe ich mir gleich ein paar mehr Items besorgt. Das erste, was ihr hier seht, ist eine schicke blaue Rakete. Und zwar schimpft sich die X51-Nit-Rakete. Das ist ein Kartenspiel-Mount, was man sich aber, wenn man ein wenig Gold hat, auch im Auktionshaus kaufen kann, falls es denn da jemand reinstellt. Dieses Mount habe ich mir gekauft für 6 Millionen Gold. Dementsprechend bin ich jetzt auf Antonidas. Ihr seht, hier habe ich gerade noch mal knappe 500k noch über. Relativ pleite, aber es war es wert. Ich habe damit ein neues Mount eingeheimst und wieder auch eins mehr von den ähm, Kartenspiel-Mounts. In der ersten Episode werde ich euch auch ein bisschen äh, zeigen, was ich bis jetzt alles so habe beziehungsweise was mir noch fehlt, dass ihr so ein bisschen einen Überblick habt, um was es genau Geht. Und zwar habe ich jetzt hier mal eingestellt die Kartenspiel-Mounts. Wer das nicht genau weiß, es gibt von, ähm, von World of Warcraft ein eigenes Kartenspiel, nicht Overwatch, sondern eins, was davor schon gab, mit Echten reellen Karten und da gab es ganz seltene Karten, wo man dementsprechend auch Codes drauf hatte. Die konnte man einlösen oder kann die immer noch einlösen und kriegt dann solche Reittiere. Diese kann man dann auch im Auktionshaus verkaufen, sind aber relativ teuer, weil diese Karten schon lange nicht mehr hergestellt werden und dementsprechend diese Codes relativ äh, selten sind und dementsprechend sehr, sehr viel Gold kosten oder echt Geld. Da kann man sehr, sehr viel ausgeben. Genau, jetzt schauen wir einmal rein, was ich habe. Ich habe ähm, im Moment das teuerste, den Spektaltiger. Dann ähm, habe ich den großen Kampfbären, die Reitschildkröte, die kann man sich mittlerweile auch im WoW selbst angeln, hier in der Garnison unter anderem. Habe ich, glaube ich, aber auch schon mal ein Video dazu gemacht. Dann habe ich den Schrecken, äh, Schreckensdrachen hier. Ne, Scheckiger Drache, so rum. Ich sage immer Schreckiger Drache, genau. Den Teufelsdrachen habe ich. Das weiße Wollrinozeros, den wilden Raptor. Jetzt auch die blaue Rakete und die rote hatte ich schon. Für den Code hat man eigentlich beide bekommen. Ich habe mir damals die rote gekauft, die gab es glaube ich auch sogar im Black Market oder ist sogar noch im Black Market, plus die blaue nicht und die habe ich mir jetzt quasi über Gold angeschafft. So viel zu den, ähm, zu den Mounts. Ähm, ich kann euch jetzt auch mal zeigen, dass es da noch ein paar mehr gibt und zwar können wir da mal äh, in die Simple Armory reinschauen. Und zwar, wenn wir da jetzt mal einmal nach unten gehen. Ähm, muss ich das ein bisschen rüberziehen, weil ich da mein Kamera-Interface drüber habe? Aber jetzt äh, seht ihr, dass das hier zum Beispiel die ganzen Mounts sind, die man über das Kartenspiel bekommt. Es gibt da noch ein paar, ihr seht, hier habe ich ein paar freie Felder, ein paar Lücken, die ich noch auffüllen will. Und unter anderem brauche ich den blauen Tiger noch. Das wird wahrscheinlich irgendwie eine Sache, die äh, schwierig wird, sagen wir es mal so. Den epischen Tiger habe ich. Ähm, dann brauche ich Magic Rooster Egg, das ist dieser, schicke, dieser sch schicke Hahn, der rumläuft, sieht sehr, sehr cool aus. Dann Blazing Hippogreif, der ist naja, jetzt nicht so specialig, aber halt ein Mount mehr. Dann haben wir den Armani Dragonhawk, ähm, Swiftie Shorthrider, dann haben wir nochmal einen Hippogreifen, ähm, das Reitkamel, das über äh, unter anderem auch in-game drin ist, werde ich euch gleich zeigen. Und dann den äh, Skull Charger, den ich leider auch nicht habe. Quasi das sind die Mounts, die mir da noch fehlen. Hier, das Reitkamel ist das einziges In-Game noch mit angezeigt, komischerweise. Die anderen irgendwie nicht. Warum auch immer. Wenn ich jetzt hier runtergehe. Was mir dann zusätzlich noch fehlt, ist der Blizzard Bear, aber ähm, der ist wahrscheinlich äh, ziemlich außer Reichweite, weil der relativ viel kostet. Genau, das sind soweit die Mounts. Zusätzlich gäbe es dann noch. Kann ich hier unten euch sagen, zwei Sachen im Black Market, die mir noch fehlen? Und das sind, ähm, ja, der Zulianische Tiger und ähm, quasi der, der Raptor aus ZG. Also, die sind beide aus dem alten ZG. Aus dem ZG, dass ich jetzt nichts Falsches sage, was waren das? War das 25 damals? 20? Oder war das auch ein 40 man raid ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall aus Zul'Gurub, damals, als es noch ein Raid war und man das Ding auch nochmal zweimal die Woche, als er die laufen konnte, habe damals die Mounts leider nicht bekommen und jetzt kann man sie sich halt nur noch über den Black Market anschaffen, heißt, man braucht relativ viel Gold. Ähm, da wird wahrscheinlich mein nächstes Gold für reinfließen und dann ähm, andere Geschichten, die ich mir noch für viel Gold holen kann, wäre das äh, Schade Zorns Mount, das müsste hier oben auch irgendwo sein ich, oder ich habe es schon überblättert, genau. Da bin ich ja auch immer noch dran, um mir das so zu farmen quasi äh, mit Chars. Und man kann ja den Chardustorns noch killen, kann es aber im Black Market kaufen, wenn es drin sein sollte. Genau, so viel dazu. Dann ähm, kann ich euch noch was zeigen, was ich mir gekauft habe. Und zwar ähm, geben wir jetzt mal hier Overwatch ein. Da habe ich hier das Winston Baby. Und äh, den holen wir jetzt mal raus. Machen wir die Rakete mal weg. Das ist ein Pad, das man bekommt, wenn man die Collectors Edition von Overwatch kauft. Ja, ich habe mir die Collectors Edition von Overwatch gekauft, nur um dieses, um diesen Gefährten zu haben. Da ist eins der wenigen Pets ist, die mir noch fehlen. Und zwar hat mich das, das war glaube ich ja mäßig, irgendwie 30, 35 Euro gekostet, sowas um den Dreh. Ähm, das, ähm haben mir, wurde mir auch donated. Da nochmal vielen, vielen Dank für. Ich hatte nämlich ein bisschen mehr gespendet gekriegt, als ich für das Donation-Ziel angegeben hatte. Dann dachte ich mir, komm, dann hole ich mir den quasi noch dazu. Und jetzt äh, kann ich euch noch das andere zeigen. Greifen, Kücken. Das war ursprünglich mein Donation-Ziel. Ähm, dieses unscheinbare Greifenküken, das jetzt hier am Boden ist, äh, das hat mich 70 Euro gekostet. Und zwar ist das ein Greifenküken, das man nicht in-game kriegen kann, ähnlich wie dieses Baby Winston-Pad, sondern das gab es nur ähm, über den am amerikanischen Shop quasi, konnte man sich ein Plüschtier kaufen und bei diesem Plüschtier war wiederum ein Code dabei für dieses Greifenküken und nur so konnte man dieses Greifenküken bekommen. Äh, Gab es, glaube ich, nie in der EU, gab es nur im US-Bereich, deswegen habe ich mir das nie kaufen können. Und also man hätte es sich schippen können, aber naja. Und mittlerweile ist es auch nicht mehr im US-Store, also man bekommt es gar nicht mehr. Und jetzt gibt es halt ein paar Leute, die nur noch die Codes oder die, die Blush-Türe quasi bei Ebay verticken. Und da habe ich dann zugeschlagen, wenn man sich damals das Plüschtier gekauft hätte, wäre man durchaus günstiger gekommen, aber naja, alles, was seltener wird, wird leider teurer. Und dementsprechend ähm, habe ich jetzt mir das Greifenküken gekauft. Und wenn wir jetzt mal einmal runter gucken, ähm, gibt es da noch an, ein anderes Pad, das ebenso als. Ähm als Plüschtier gab und zwar müssten wir das hier haben, das windreiter -Junges. Das ist eigentlich so das nächste, was ich mir an Pets holen wollte. Funktioniert genauso wie das Greifenküken. Da gab es quasi so ein Plüschtier mit einem Code dran und den Code konnte man eingeben und ingame das Ding zu kriegen. Wobei ich das jetzt nicht, äh, nicht auf Ebay gefunden hatte bis jetzt. Mal gucken, ob ich es ob jetzt die nächsten Wochen nochmal irgendwo auftreiben kann. Genau. Und ja. Das werde ich mir dann auch vielleicht demnächst mal noch irgendwann holen. Ich denke mal, es wird im ähnlichen Preisbereich liegen. Genau. Und wenn, ich, wenn wir jetzt hier reingucken, was mir sonst noch an Pets fehlen, also das sind alles äh, Pets, die mir noch fehlen. Das sind ähm, alle, alles Pets, die man quasi nicht in Game kriegen kann. Außer die beiden, wobei das buggt, da mein Char Allianz ist, kann er den Herold von der Horde und den Pagen nicht bekommen. Und die anderen Sachen hier sind alles äh, Collectors Edition Geschichten. Zum Beispiel haben wir hier Collectors Edition von StarCraft, da von Diablo 3, von der ursprünglichen Version. Das ist zum Beispiel Collectors Edition Red of the Lich King, die ich leider nicht habe. Hier haben wir nochmal irgendwas von der BlizzCon, ähm, das ist ursprüngliche WoW. Dann nochmal eine StarCraft Collectors Edition. Wieder BlizzCon, nochmal BlizzCon, Burning Crusade Collectors, das müsste ähm, Classic Collectors sein, genau. BlizzCon, ähm, Cataclysm Collectors, das ist das besagte äh, Windreiter-Junges. Und dann haben wir nochmal Collectors Edition, wieder von der StarCraft-Erweiterung. Und das hier ist ebenfalls von, von ähm, Classic WoW. An diese Codes kann man theoretisch nur irgendwie rankommen, die sind aber wirklich arschteuer. Und ähm, ob ich das jedes mal jemals kriegen werde, keine Ahnung. Irgendwann kriege ich es vielleicht fertig. Die ganzen Sachen, die man sich in Game farmen kann, die habe ich natürlich alle mir erfarmt. Das sind die letzten, die mir noch fehlen. Vielleicht komme ich irgendwann mal dran. Ich sammle da immer so ein bisschen weiter. Genau. So, dann kommen wir zum nächsten. Und zwar zu den Toys. Und da habe ich mir jetzt... Oh, habe ich schon nochmal... Ach so, ja, <laughs> gar nicht ausgepackt. Und zwar habe ich hier ähm, auch donated bekommen. Muss ich mich auch nochmal bedanken. Erst äh, vor gestern war das. Die zwei Toys. Ähm, die man im Shop kaufen kann. Und zwar ist es einmal eine Rakete. Man hat eine Horde- und Allianz-Version, wo man so ein Siegesfeuer hochschießen kann, wenn man einen von der gegnerischen Fraktion gekillt hat und diese Rakete dann anwendet. Und das zweite ist quasi so ein Transmog-Item, wo man sich so einen Astralen rufen kann. Den kann man dann anquatschen und dann kann man seine Gestalt in irgendeinen Boss ändern. Und ihr seht, jetzt ähm, stehe ich quasi aus wie so ein Boss. wenn wo, wo war denn der? Das ist auf jeden Fall äh, das Ding-Set, ein Hexenmeister-Tier-Set. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wo der Boss her ist. Aber man kann sich in alle möglichen Bosse verwandeln, hat dann auch diese boss modes Das ist ganz cool gemacht und das kann auch jeder in der Gruppe verwenden. Die beiden habe ich mir geholt. Jedes hat von denen ähm, 10 Euro gekostet. Und zwar gibt es die hier im WoW-Shop. Genau, und die hätte ich mir da einmal geholt gehabt. Wenn wir jetzt reinschauen, was ich noch an Toys brauche, wenn wir jetzt mal auf nicht gesammelt gehen, sind das lauter Toys, die man sich in-game jetzt die nächste Zeit noch holen kann. Viele, die jetzt auch an Events gebunden sind, die jetzt noch gar nicht sind, deswegen habe ich die noch nicht. Das sind hier vier event toys die man sich noch nicht holen kann. Das ist diese Supersphäre aus ähm, Norton, die 0,0 irgendwas Dropchance hatten. Das sind zwei Paragon-Geschichten noch. Also das ist alles, was mir noch fehlt im Moment. Ähm, ausgeblendet habe ich hier die Promotion-Pads, die werden wir jetzt mal einblenden und die anderen ausblenden. Und ihr seht, da sind noch mal einiges, was an Promotion ist, das kriegst du alles. Na gut, hier sind die anderen jetzt auch noch drin, die können nicht dazu, das backt hier ein bisschen mit der Einstellung, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 promotion Pad äh, Toys sind es noch, die mir fehlen. Und das sind alles Toys, die es auch über dieses Kartenspiel gegeben hat. Und manche Kartenspiel-Toys konnte man sich im Black Market kaufen. Da habe ich mir nämlich schon einige von denen geholt. Und das sind quasi jetzt die übrigen, die äh, man sich quasi nicht im Black Market kaufen kann. Da gibt es auch einige, äh, die man noch kaufen kann über, über Echtgeld quasi. Ähm wo man sich einfach dann diese Code-Karte kauft. Muss ich mal gucken, ob ich da irgendwo rankomme. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wie teuer die sind. Ich glaube, die sind im Preis eher vertretbar. Ich kann euch auch mal noch was anderes zeigen. Ich habe nämlich da so eine Seite mir rausgesucht. Ich weiß jetzt nicht, also ich will die Seite jetzt hier nicht bewerben oder so, aber da sieht man relativ gut den Überblick von, von bestimmten Sachen. Und da seht ihr halt auch, wie, wie teuer teilweise diese Mounts sind. Ne? Also da sind teilweise... Ähm, 400-500 Euro für so einen so Mount. Ne? Also mal gucken. Aber gut, so mit der Zeit werde ich mir das vielleicht schon ein bisschen zusammensparen können. Und ja, dann gucken wir mal, was wir, was wir uns quasi dann nächsten Monat noch ähm, besorgen können. Vielleicht gibt es auch wieder irgendwas für Ingame-Echtgold. Einige von den Mounts kann man ja sich auch äh, ja, dementsprechend Ingame kaufen, wenn man genug Gold hat. Heißt, ich werde in nächster Zeit wahrscheinlich ein bisschen mehr auch Richtung Goldfarmen farmen gehen. Und mal schauen, was ich mir so zusammensparen kann, wenn ich mein, äh, mein erspartes... Ich habe das übrigens ausgerechnet, wen's, falls es wen interessiert. Ähm, ich habe etwa 100 Euro im Monat ausgegeben, alleine für, äh, für Cola. Und äh, da ich mir das jetzt spare, habe ich da schon mal monatlich 100 Euro und da noch ein bisschen was bei, was bei YouTube mit rumkommt. Also denke ich mal, in ein paar Monaten kann ich mir dann immer so einen Mount kaufen und zwischendrin vielleicht was kleineres. Beziehungsweise, wenn, wenn noch ein paar Leute so nett sind, mir was donaten, dann kommen wir da vielleicht auch auf was auf ein Pattern, Mount, irgendwas dementsprechend zusammen. Ich möchte es aber gerne trennen, dass ich da so ein bisschen den Überblick habe, was ich mir kaufe. Und wenn ich genug Gold in-game dann kann ich mir jetzt vielleicht zwischendrin auch immer mal ähm, ein ähm, Item quasi in-game kaufen, was im Black äh, was im Black Market ist oder wenn so ein Kartenspiel-Mount mal im Auktionshaus sein sollte, dann vielleicht auch das. Genau. Das war jetzt soweit das erste Video, was ich so die letzte Zeit mir zusammengegaunert äh, habe quasi. Und ja, die nächsten werden wahrscheinlich jetzt nicht mehr so ausführlich. Da zeige ich dann bloß nur, was ich quasi mir geholt habe. Und genau, das war jetzt so das neue Format. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich jetzt vielleicht ein bisschen was aufzeigen, was noch abseits von den normalen Items in WOW so gibt, an special teuren Items. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr das nächste Mal wieder reinschauen. Und dann gucken wir mal, was ich mir bis dahin holen konnte. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.